Ja, sei gegrüßt zu einem neuen Video. Wir spielen wieder Republic und ja, wir kommen da irgendwie nicht in den Serverraum rein. Also da, wo wir jetzt nämlich stehen, ist ein kleiner Raum. Ich glaube, oder ich, ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass da der Serverraum ist, wo der Demon Server ist. Aber wir kommen da halt nicht rein, seltsamerweise. Irgendwie ist hier alles versperrt, verschlossen. Keine Ahnung, warum hier nicht. Hä? Oh mein Gott, das war ja Zufall. Ich wollte gerade nur auf die Tür klicken, aber sie ist da hingegangen zum Knopf. Okay, alles klar. Also nochmal. Erstmal hier zu dem Knopf. Hier vorne war nämlich noch ein Knopf. Ich glaube, wir müssen die beiden hier nebeneinander klicken, oder? Ich glaube, da hätten wir uns die Beleuchtung der Statuen. Warte mal. Ach, wir sollen die Informationen hier nochmal reinziehen. Kann sein. 748 bis 815. Jede Statue hat einen Knopf. He held the hands of secularism and religion and married them together in what would later be called the Renaissance. Oh, ehrlich, ich habe jetzt, ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade keinen Kopf für sowas. Aber na gut, ich habe aber gewusst, dass. Ja, dass es rätselhaft wird, ne? Also, dass hier viele Rätsel sind. Ich muss nur jetzt erstmal die richtige Kamera finden, damit ich so einen Überblick habe. So. Warum werden überhaupt einige Gesichter verpixelt hier? Entweder, also Kamera als auch so. Komischerweise. Gut. Der eine hat funktioniert hier. Da würde ich gerne nochmal zu dieser Kamera rüberwechseln. Weil das hier hat funktioniert. Darauf zu klicken. Nicht laufen. So, hat funktioniert. Auf zur nächsten. Aber welche ist denn die nächste? Ich weiß gar nicht, hat der hier? Achso, die Statue ist bereits aktiviert. Okay. Hiermit gehen sie alle wieder aus. Ja, muss ich halt mich ein bisschen rumprobieren. Schade. Hat nicht funktioniert. Wir müssen den nochmal aktivieren. Welche haben wir jetzt denn? Die hier, ne? Die Frau, die Eva. Ne, den haben wir gerade, ne? Ich weiß es nicht mehr. Warte mal, der ist an, der ist an. Jetzt ging der wieder aus und die ist aktiviert. Was passiert, wenn ich jetzt darauf klicke? So, ich meine jetzt so jeden zweiten so ungefähr. Da stimmt was nicht. Also der muss, glaube ich, aktiviert werden hier, ne? Bei denen hier hinten geht es wieder aus, bei die geht es auch raus, bei denen geht es auch raus. Also gehen wir einfach mal zum letzten, der da hinten noch ist. Gut, ich hoffe, die Kamera schwenkt jetzt mit, wenn ich da hinten hingehe. Oder wenn sie da hinten hingeht. So, einmal drauf gedrückt, da bitte. Auf zur nächsten, sehr schön. Aber kann sein, dass wir jetzt gleich wieder eine deaktivieren. Aktivieren, wenn wir falsch klicken. Wurde aktiviert? Sehr schön. Wenn ich jetzt... Ich glaube mal nicht, dass die alle so in der Reihenfolge sind, so nebeneinander stehen. Muss ich... Warte mal, ist die jetzt noch aktiviert? Ich weiß es nicht. Ich geh mal da nochmal hin. Na, guck mal, wie die alle leuchten hier.
Hat funktioniert. Auf zur nächsten. Jetzt hatten wir die hier vorne, ne? Die. Ne? Die hatten wir als nächstes. Glaube ich. Die Beleuchtung ist ausgegangen. Sehr schlecht. Okay. Die nochmal aktivieren. Oh Gott, jetzt rennen wir hier nur durch die Gegend. Ich glaube, dass wir erstmal die beiden ersten hier vorne machen. Danach den hier. Kann ich da schnell hinrennen? Ich hoffe. Aber das ist immer so laut, ne? Und dann kommen nachher die Wachen. Die Statue wird angeleuchtet. War wohl die richtige. Sehr schön. Dann gehen wir zu der. Die leuchten nicht mehr. Wir müssen uns von vorne anfangen. Ja, das habe ich mir gedacht. Erstmal zu der da hinten. Wieder. Die doch nicht, Mensch. Die daneben. Ey, muss ich echt jetzt die Kamera wechseln? So. Okay, erst die. Die ist bereits aktiviert. Dann der hier hinten. So, der da hinten geht nicht. Der da links ist. Die Eva da vorne geht auch nicht. Der andere da vorne geht auch nicht. Also muss es der hier sein. Da, wo sie jetzt eigentlich aktivieren soll, macht sie aber seltsamerweise nicht. Jetzt. Gut. Okay, und jetzt? Komme ich da rein? Nee, ne? Doch. Nee, komme ich nicht. Sah aber gerade so aus. Ich glaube, ich muss weitere Statuen aktivieren. Guck mal, leuchtet der auch? Gut, welchen nehmen wir jetzt als nächstes? Sie? Also wir haben noch zwei. Ich probiere mal mit ihm und dann die Frau als letztes. Sehr schön, jetzt nur noch hier zu ihr. Und die verpixelte Statue da, ich weiß nicht, warte, warum die überhaupt verpixelt ist. Dann ist der hier der letzte, ne? Die anderen habe ich ja alle. Sehr schön. Guck mal, jetzt kommen wir hier rein. Na dann, auf in den Serverraum. Sehr schön. Weil man das andere Mal war mit den Bildern, ne? Alter, das wird immer schwieriger, ja? Und bis man da überhaupt hinterherkommen ist. Gut. Ein Upgrade. Rom, okay. Omni Version 2.0 Software Update complete. Sehr schön. Alles klar, jetzt sind wir auf 2. Können wir jetzt den hacken? Na klar. Guck mal, da haben wir gleich noch einen Taser. Die können wir sowieso nie einsetzen, weil sie ihre komischen Westen tragen. Blöder Sache. So, dann gehen wir mal wieder raus. Jetzt müssen wir zum Bibliothekar irgendwie hin. Einmal auf die Map geguckt. Komm, ach, guck mal, hier müssen wir jetzt rein. Büro des Direktors. Gut, machen wir das mal. Ist der schon entriegelt? Nein, ist er nicht. Jetzt aber. Dann gehen wir da rein. Ich bin mal gespannt, wer da auf uns wartet. Da ist keiner. Da sind die ganzen Überwachungskameras. Was, dann kommt eine? Wer versteckt dich? Ich habe keine Ahnung, ich muss mal gucken. Hier ist nichts, wo man sich verstecken kann.
Glaube ich jedenfalls. Moment, ich gehe mal zur Kamera rüber. Und wird eine Vase? Hier gibt's nichts. Doch, da hinterm Globus, glaube ich. Na, anders geht's nicht. Unterm Tisch, okay, geht auch. Everything is fine, sir. Fine? You were assaulted by a Prizrak. And you let altered copies of the manifesto reach the church. I have the situation under control. I'm beginning to think your definition of control is different than mine. They don't respect you because you don't wear the uniform. It's a weakness. It puts you at risk. This is an historic night for us. There can be no room for error. I understand. Then you understand why Derringer will lead the arrival. What? I'm sorry, my dear. We all appreciate the fine work you do with the kids. But you lost sight of what's most important. Protecting me. Sir, I can lead the arrival. Murray, you speak the language of diplomacy. Derringer speaks the truth. Truth, Harris. This isn't a dismissal. Derringer will still need your help when we get reset. Yes, sir. The mentor is an asset to our cause. I look forward to hearing her ideas going forward. Watch your step. Okay, sie hat jetzt ordentlich auf den Sack gekriegt, ne? I hope that's all that is. Where was Murray when the Prizrak attacked her? Dissection, outside the library. I'll look into it. It's hard to know who to trust these days. Seems we're running a loyalty deficit around here. I don't mean you, Quinn, of course. I know I can trust you. Wait. Wenn wir gesehen, die, ne? I never forgot this before. Must be old age. No chance, sir. You just got a lot on your mind tonight. Quite so. Come, young man, let's get to the surface. Gibt es irgendwas, was ich machen kann? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Gut, dann hören wir mal weiter zu. So, am besten weg hier. Oder hinterher, ich weiß nicht genau. Sollen wir da rein? Oh, guck mal, wie viele Möglichkeiten wir jetzt hier haben, wie wieder. Schauen wir mal. Ein Glas you mit. Just acquired a fingerprint from that glass. Aber normally, the overseer wouldn't be so careless as to leave a usable print. But recently, in celebration of Zager's capture, the big man poured himself a stiff drink. And for a moment, let his guard down. Those pristine white gloves came off. And he was one of us for a day. Oh, gescannt sogar. Nice. Ach, wird immer gescannt, ne? Stimmt. Okay, was haben wir hier? Gentlemen, I wish to resign. This is grossly inappropriate. Inappropriate? You are burning books. I have seen it with my own eyes. The books I procured for you. Each book has been scanned into our servers and is now part of our digital catalog. You're merely hung up on nostalgia. You are erasing history. These books are my property now. I can do with them as I please. No. I cannot be a party to this. I wish to leave immediately. First you want to resign, now you want to leave? I assume the implication was apparent. You're not going anywhere. You cannot keep me here against my will. In fact, I can. You, like the books, are now property of the state. You will continue to fulfill your obligations to the Precals until I decide what to do with you. I have a few suggestions, sir. Okay, die versuchen also die ganzen Bücher zu digitalisieren, damit sie bessere Kontrolle darüber haben irgendwie. Glaube ich jedenfalls. Ich habe mich für sie um die Sache gekümmert. Die. Ja, wer auch immer das ist. Die. Und um welche Sache? Gescannt.
Mal sehen, ob das nützlich sein wird. Sollen wir da rein? Ach, guck mal, hier ist auch noch was. Eine Zeitung. Dormmaster faces swift reprimand. Mireille Prideaux found with contraband. Overseer, none of us are above the law. Oh, sie ist immer mehr am Arsch, wa? It has been a pleasure speaking to you, but I must get up early tomorrow. Look, I'm turning off my tape recorder. This is no longer an interview. We're just two people talking. Perhaps one more glass? A short one, then. Where do you get the wine from? I thought we weren't allowed contraband from the outside world. Off the record? I've been here long enough. I'm allowed certain liberties. You receive special treatment? I know how big my cage is. At the end of the day, we are all equally inferior in the eyes of the Overseer. Don't you dare print that, Miss Sid. I promise. Strictly off the record. Okay, alles klar. Gut, wieder raus, glaube ich. Muss mal kurz Map kicken. Einmal die Map checken. Da brauche ich einen Schlüssel, habe ich leider nicht. Oder doch, weiß ich nicht. Haben wir den geklaut? Nee, den hat er jetzt mitgenommen, ne? Den Riesenschlüssel. Guck mal, hier ist noch ein kleiner Raum, da kommen wir auch nochmal rein. Ich glaube, da... Ja, können wir, wenn wir hier rausspazieren, erstmal nochmal rein. Wir sollen jetzt zur Bibliothek. Da kommen wir, glaube ich, nur hier rüber rein, ne? Wenn wir da reinkommen, dann können wir da halt hoch. Also müssen wir erstmal hier raus. Über die Treppe hier hinten wieder runter. Und hier wieder raus. Und alles klar. Gut. Wir haben erstmal einen Plan und den wollen wir erstmal nachgehen. Gut. Raus hier. Bevor die hier wieder rauskommen da hinten. Ich glaube nämlich nicht, dass wir da reinkommen. Wir haben ja den Schlüssel nicht, oder? Na doch? Nee, ne? Nee, ist gar nicht unser Ziel. Komm, raus hier. Okay, weiter geht's. Genau. Einmal durch die Tür, bitte. So. Oh, Cooper. You now have what you need to access the librarian's office. Ja. I know the girl is anxious to find him. Aber was ist... Hä, aber was denn passiert mit ihm? Irgendwas muss da passiert sein. Weiß bloß nicht was. Moment, war da jetzt noch was? Nee, hier war nichts weiter. Aber ich glaube, wir können unsere Batterie... Ach so, doch, wir wollten hier nochmal zu zwei, ne? Na, dann machen wir das mal. Aber die Kamera zeigt nicht so viel. Wir wollen da hinten rein. Na los! Alles ruhig, genau. Alles ist ruhig. Was ist denn hier? Oh, Alter, wo geht's da lang? Nice. Ist es... Eine Treppe nach unten. Sehr schön. Ich glaube, dass es sehr schön ist. Ich bin mir da nicht sicher. Ich schicke sie erstmal da runter. Hier scheint niemand zu sein erstmal. Oder wir gucken uns vorher nochmal um mit der Kamera. Erstmal die. Gut, hier ist nichts und niemand. Da brauchen wir Fingerabdruck. Ah, deswegen haben wir den Fingerabdruck. Interessant. Ach, das Archiv, ne? Aber... Ja, was bringt uns das? Guck mal, der ist hier nicht mal verzeichnet. Da kommen wir jetzt runter. Kommen wir da noch. Okay, nice. Da kommen wir nur zurück zur Lobby, ne? Wir müssen eigentlich in der Etage hier bleiben, aber irgendwie kommen wir hier... Doch, da kommen wir raus, ne? Denn hier hinten durch und dann hier... Ah, guck mal an. Interessant. Ich will aber trotzdem erstmal in den Archiv rein nochmal. So, Fingerabdruck-Scan benutzt. Aber digitaler Archiv wahrscheinlich, was?
Glaube ich jedenfalls. Oh, Cooper ruft an. The girl is no doubt anxious to see the librarian. Ja. You now have what you need to access the librarian's office. I suggest you return to the library. His office door is located on the second floor. Alter, kiek dir das mal an hier. Hier ist richtig was los. Okay, also sollen wir hier eigentlich noch gar nicht hin? Dann gehen wir mal wieder raus. Erstmal, erst zum Bibliothekar. Und dann müssen wir hier wahrscheinlich weiter. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn er uns dann anruft und sagt, ja, das Mädchen möchte zum Bibliothekar, dann gehen wir zum Bibliothekarin. Also hier war irgendwo noch eine Tür mit zwei. Dafür müsste ich die Kamera mal wechseln auf diese hier. So, dann kann ich die nämlich öffnen. Und dann können wir da auch durchgehen. So, dann sind wir wieder in... Oh. Ups. Da müssen wir jetzt hinterher... Das stratzen wir mal hinterher so. Ganz heimlich. Huch. This hiding place looks good. Dreht er sich um? Nee, ne? I hope they can't see me here. Nicht zu melden. Nee, nee, der hat sowieso nichts zu melden. Rennt er jetzt weiter? Sehr schön. Dann können wir nämlich hinterher. Ich muss aber erstmal die Kamera wechseln. So, wir müssen nämlich... Na, dreh dich mal, dreh dich mal, dreh dich mal. Sehr schön. Wir müssen nämlich da drüben hin. So. Genau. Da lang. Sehr schön. Gut, da lang müssen wir auch. Na dann, rennen wir hinterher. Ich weiß ja nicht, ob er gleich wieder stehen bleibt. Wartet nicht hier, wo er gleich runterrennt? Immer ganz vorsichtig und die Kamera mit. Reporting. Kann ich mich dran vorbeischleichen? Ich weiß nicht, wie lange er da jetzt steht und das Bild anguckt. Irgendwann müssen wir hier rein. Aber vorher müssen wir öffnen. Nanu? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. Sind wir jetzt durch? Sie rennt da hoch, weißt du, die ganze Zeit muss sie immer leise sein. Und jetzt rennt sie da hoch und schreit. Oh Mann, wie tragisch. Waren wahrscheinlich die besten Freunde. Ich weiß es nicht. Wir werden es in der nächsten Folge erstmal erfahren. Nach der Sequenz beende ich diese Folge. Dann starten wir eine neue. The girl activated a video that appears to have been recorded only moments ago. I presume it relates to the dead librarian. It's important that we determine what happened. However, she's not accustomed to witnessing violence. It's difficult to anticipate how it will affect her. Was er meint jetzt tatsächlich? Nur weil sie sowas noch nie gesehen hat? Hatte extreme Auswirkungen darauf, oder was? Okay, alleine schauen, mit Hope schauen. Das macht was aus, okay. Ach so, krass. Schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge so alles... Ja, wir müssen uns entscheiden. Aber in der nächsten Folge. So, denn. Bis dahin, ciao.